Hey Leute, wir sind jetzt auf der Isla Bastimentos am Red Frog Beach. Hier werden wir die nächsten Tage verbringen. Sind gerade mit dem Boot hier rübergefahren von der Isla Colón und es sieht jetzt schon mega toll hier aus. Wir haben gerade schon Faultier gesehen, hier soll es richtig coole Frösche geben. Bin auch gespannt, was die Insel sonst noch zu bieten hat. So, wir sind jetzt am Celina angekommen hier am Red Frog Beach. Das ist wirklich super, super schön. Aber wir können leider erst um 3 Uhr einchecken. Darum haben wir unsere Sachen jetzt dort gelassen und gehen erstmal zum Strand. Und die ganze Insel ist wirklich wunderschön. Ich bin gespannt, was uns hier noch erwartet. Alleine schon dieser Weg vom Strand zum Celina Hostel ist so unglaublich schön und so cool durch den Dschungel. Also das Zimmer ist wirklich nicht das größte, aber es ist wirklich wunderschön. Wir haben ja alles, was wir brauchen. Eine Klimaanlage, ein relativ großes Bad aber sogar. Aber Celina Hostels sind generell immer super schön. Manchmal ein bisschen teurer, das ging jetzt aber. Und ja, mit Celina macht ihr eigentlich nie was falsch. Guten Morgen, wir erkunden heute mal die Insel. Es soll hier wirklich super viele Schildkröten geben, rote Frösche, Faultiere, alles mögliche. Mal schauen, was wir so entdecken. Wir gehen jetzt einfach auf Erkundungstour und mal gucken, was dabei rauskommt. Wir sind jetzt übrigens nicht mehr zu zweit unterwegs, sondern haben noch einen Kumpel dabei, der uns die ganze Zeit begleitet.
Also die Insel ist echt tausendmal schöner als Isla Colón. Gefällt mir bisher super, super gut. Wirklich eine der schönsten Inseln, die ich bisher besucht habe. Also als kleiner Tipp, wenn ihr auf dem Bocas del Toro seid, geht auf jeden Fall auch auf die Isla Bastimentos. Wirklich super schön. Wir haben heute eine ganz coole Tour geplant. Es geht jetzt zur Isla Zapatilla, dann zum Dolphin Bay, zur Faultierinsel und dann gehen wir auch noch schnorcheln. Ich bin mega gespannt und hoffe, wir sehen wirklich mal irgendwelche coolen Tiere. Und ja. Yes. Ah, da vorne sind die Delfine. Aquí, der Dolphin. Dolphin. Guys, Dolphin. Stretching. He's playing the guitar.
Wir ziehen heute nochmal um auf die Insel Carinero. Das ist wirklich eine super kleine Insel neben der Isla Colón. Auf Bastimentos hat es uns wirklich super gut gefallen. Wir haben auch echt coole Touren gemacht. Wir haben coole Tiere gesehen. Es ist hier wirklich noch sehr unberührte Natur. War aber jetzt 3-4 Tage auch ausreichend. Wir haben viel gesehen, viel gemacht, war cool. Und jetzt gehen wir halt nochmal weiter. Okay, wir haben wirklich eine super Unterkunft erwischt. Guckt euch das einfach mal an. Das ist wirklich das Coolste, wo ich lange geschlafen habe. Wirklich wunderschön. Also der erste Eindruck der Insel ist echt eigentlich ganz gut, wunderschön, unsere Unterkunft ist auch super, aber die Insel ist auch super vermüllt, hier liegt überall Müll rum, irgendwelche Baumaterialien, abgebrannte Holzstämme, ist nicht so ganz schön. Also es ist schon sehr krass hier. Auf der einen Seite hat man wunderschöne Strände, dann geht man um die Ecke und überall liegt Müll und abgewrackte Sachen. Auf der einen Seite sind wunderschöne Hotels, dann geht man um die Ecke und da wohnen die Einheimischen wirklich in sehr, sehr armen Verhältnissen. Also wirklich Gegensätze auf dieser kleinen Insel, was super, super krass ist. Wir waren jetzt insgesamt knapp eine Woche hier auf dem Bocas del Toro, war wirklich eine super coole Zeit, die Inseln haben uns super, super gut gefallen. Leider waren ein paar Inseln ein bisschen vermüllt und die Isla Colón ist nicht ganz so schön wie die Isla Bastimentos zum Beispiel, aber es war trotzdem super schön hier, alle Inseln haben uns irgendwie gefallen, alle Inseln waren aber auch irgendwie komplett anders und wir haben uns jetzt entschieden in Panama zu bleiben erstmal, es geht heute weiter nach Boquete und wir hoffen, dass wir dort auf dem Vulkan können, aber da muss das Wetter mitspielen und ich würde dann sagen, wir sehen uns im nächsten Video, bis dahin und ciao!